100 Jahre Garantie. Was ist deine Lieblingsstellung? Lieblingsstellung? Dass die Straße entlang ist. Klasse, hallo, aus Hamburg. Ja. Sonst so? Und du entscheidest jetzt so das Thema der ersten Straßenumfrage. Das Thema? Aber welche Straßenumfrage soll ich machen? Darfst du entscheiden? Kommt die Leute, dass sie sich allein fühlen. Sich allein fühlen? Am Ballermann? Das war gar keine Straßenumfrage. Ich hab noch keine gemacht, aber ich mach mal die erste und du entscheidest jetzt, welches Thema es wird. Allein im Leben oder meinst du jetzt allein im Leben? Allein im Leben. Ich denke, egal wie viele Leute am Fuß stehen, werden sie allein. Das ist ein Deep-Thema da. Das ist ein Deep-Thema. Ja. Echt jetzt so? Ich überlege. Petra, was sagst du? Ja, kann auch eine gute Frage sein. Was ist deine Lieblingsstellung? Lieblingsstellung? Dass die Straße noch lang ist. Hast du noch ein zweites Thema auf der Zentrale? Von da? Ja. Na, okay. Ich finde es nicht. Echt jetzt? Thema für eine Straßenumfrage. Gute Frage. Ja? Ja, das ist interessant. Lieblingsstellung, naja. Oder? Könnte interessant werden, okay, tatsächlich. Ja gut, dann machen wir das. Keine Ahnung. Ich bin echt unkreativ. Was ist dein Lieblingstoy? Mein Lieblingswaffe? Vielleicht nicht deins. Die Frage. Guckst du manchmal YouTube? Selten tatsächlich. Sehr selten. Fühle ich jetzt nicht so. Hast du schon mal Straßenumfrage mitbekommen hier? Nee, voll wenig. Nur sinnloser. Was ist dein erstes Tattoo? Wie oft bist du fremdgegangen? Oh, das finde ich gut. Ich hatte jetzt eher so die Idee für eine Straßenumfrage. Wie wollen Frauen angesprochen werden? Ja, okay, dann machen wir mal neu. Das passiert hier, glaube ich, ganz schön oft. Viele würden sagen, ich gehe doch nicht rein. Ich glaube, dass leider zu viele ehrlich sind und dann haben sie Probleme zu Hause im Hinterhalt. Könnte ich mir vorstellen, ja. Das wäre krass. Wenn die voll besoffen sind und sagen, ich habe gestern. Was ist das Thema der Straßenumfrage? Wie wollen Frauen angesprochen werden? Wollen sie angeschrieben werden? Wollen sie angesprochen werden? Was wollen sie? Was funktioniert? Was funktioniert? Ja, fragst du mich oder was? Ne? Hast du noch eine Idee, Petra? Also ich momentan nicht. Also wir schauen mal weiter. Achso, darf ich dich kurz was fragen? Kann ich dich kurz filmen auch? Ja, wo geht's denn? Ein Thema für eine Straßenumfrage. Hast du ein Thema parat, gerade so im Kopf? Nee. Oder irgendwas, was dich interessieren würde? Echt? Nee. Echt? Ist das so schwer? Hat keiner eine Straßenumfrage-Thema im Kopf? Weißt du nicht? Sorry. Männer. Hast du ein Straßenumfrage-Thema im Kopf? Was denn da los? Gar nicht so lange. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Wie heißt du auf YouTube? Justin. Kannst dich gleich abonnieren. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber wie viele Biere? Nein. Wie viel Bier trinkst du am Tag? Fangt ihr morgens schon an zu trinken oder erst am Abend? Wir fangen heute schon an. Guten Abend. Ach so, tut mir leid. Ich hab's nur mal gefragt, zum Beispiel auch, was die ausgeben und hat. Ja, mein Christian. Das wird sich halt merken. Was schreibst du da? Justine Pierce. Zeig mal her, was du da kriegst. Der kriegt das sogar hin. Der kriegt sogar hin, meinen Namen zu schreiben. Stark. Leon, direkt kommt Leon. Ist ja krass. Finde ich gut. Okay, das bin ich. Petra. Komm mal her. Ich heiße auch Petra. Ist YouTube. Ich dich kurz was fragen? Und zwar... Ich? Ich hatte eigentlich gedacht an die Frage, welche Nationalität ist am besten wert? Ah, weiß ich nicht. Nee? Ich glaube, ja, was ist denn nicht so? Das kriegt. Echt jetzt? Ja. Oder? Das ist aber schon sehr sexistisch. Hast du eine Idee für die Straßenumfrage? Fällt dir gerade was ein? Spontan? Das gibt ja ein bei YouTube, glaube ich. Ja? Ja, wir müssen ja das nehmen, was du sagst. Ja. Mit wie vielen Leuten? Mit wie vielen Leuten hattest du Sex im Urlaub oder allgemein? Hier auf Mallorca. Hier auf Mallorca. Okay, ist finde ich gut. Ja, ich bin jetzt nur wieder hier seit zwei Tagen. Ich habe eine Frage. Und zwar... 100 Jahre Garantie! Bandito! Oh wow, Janina, hilf mir mal. Nee, ich hab... Hä? Da tut sich jeder ein bisschen schwer, ne? Wo seid ihr da? Bis Montag. Mit wie vielen Leuten hat das gemacht? Unverschämt werden mir so eine Frage zu stellen, schaue ich noch in die Fresse. Mit gar keinem. Ja, das glaube ich dir nicht. Meine einzige Idee war, ich bin schon im Urlaub fremdgegangen. Oh mein Gott. Na, moin, ihr Name. Weißt du nicht? Ja, der Erste. Nimm die Kamera weg! Oh mein, hier die Kandidaten. Ich kenne ihn noch von gestern. Hi! Wo
Party gestern. Hey, alles schön. Zweite hier von Schiller. Oh mein Gott. Hallo. Das fragst du wieso? Okay, ich habe eine Frage. Ja. So, hast du eigentlich eine Frage? Also unser Problem ist, das größte haben wir jetzt von Bierkönig oder für Megapark? Ja, Bierkönig oder Megapark? Das ist aktuell unser größtes Problem. One hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Letzte Zeit waren wir auf dem Megapark. Ja? Ja. Deswegen sind wir immer wieder im Megapark. Was hat sich verändert? Ich bin das erste Mal auf Malle, ich kann es jetzt tatsächlich nicht sagen. Hast du schon was mehr von Mallorca gesehen? Ach so, seid ihr irgendwo anders oder seid ihr nur am Ballermann? Okay, danke schön. Mal losgehen und die Mädels machen. Das ist eine super Idee. Genau, dann gehen nämlich alle Männer dahin, wo die Mädels sind. Wer weiß. Super Idee für eine Straßenfahrt für mich, für den Ballermann, was ich die Leute hier fragen kann. Geil. Holger ist auch wieder da. Guck mal, spontan Holger gesehen. Ganz spontan? Ey! Was? Kann ich dich kurz was fragen? Hallo. Oh Gott, warte, okay, doch, ich hab, warte, doch, ich hab. Das ist die Straßenfrage, eine Idee, was ich so melden kann, dann. Wie, ehrlich? Wie viele Dates kannst du am einen Abend klar machen? Oha! Vielleicht? So Dates oder auch ins Bett bekommen? Schon seit 10 Jahren. Ich glaube, schon immer. Holger hat gerade noch einen kleinen Tipp abgegeben. Ja, er will das aber jetzt nicht wiederholen. Und zwar, was hat er gesagt, Petra? Ich habe leider nicht gehört, ich war zu weit weg. Genau, und vielleicht gegebenenfalls auch das. Ah, okay. Verabredungen, One-Night-Stands, whatever. Okay, Frauenkleid oder Männerkleid? Genau, ne? genau. Ah, finde ich gut. Geil. Ja? Ich laufe hier rum, die Leute haben keine Idee. Ich so, was ist los mit euch? Holger hat gesagt, dass wir fragen sollen wegen dem Rauchverbot. Man darf nur auf der Straße rauchen, aber nicht auf den Terrassen. Open Air. Echt jetzt? So, ja, die haben keine Idee. Also die fällt mir, glaube ich, als erstes ein. Die Leute müssen aufstehen und sich auf die Straße stellen zum Rauchen. Aber die dürfen nicht auf der Terrasse rauchen. Oha. Die Eindrücke vor dem Megapark, Leute. Also ich würde sagen, Mallorca ist auch was los. Ja. Hast du eine zweite, wenn du schon so kreativ bist hier gerade? Wie viel Geld geben die für Trinken aus, für Alkohol, wenn sie hier sind am Ballermann? Ja, das das würde mich mal interessieren. Ja. Ja? Was sieht cool so aus? Ich trinke ja nicht. Achso, nicht? Also ich trinke wenig, also ja. Ja. Ich trinke auch nicht, ne? Du trinkst gar nicht mehr. Gar nicht eigentlich. Nee. Wenn da mal ein Wein. Wenn schon mal ein Gläschen Prosecco oder so, ja, aber so richtig. Na, wir sind wirklich alt geworden. So Influencerin oder? Nee. Red Flags bei Frauen bzw. Männern. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Weißt du, was ich meine? Ja. Red Flag, was ein No-Go ist. Was so ein absolutes No-Go ist. Zum Beispiel bei dir? Ein absolutes No-Go? Bei mir ist es tatsächlich Piercings. Es ist vorbei. Ja, das stimmt. Alle. Aber ist das nicht krass, dass man am Ballermann ist und hier lebt? Du lebst hier, ne? Ich lebe hier. Du lebst hier? Aber alle Umschauungen sind eigentlich immer... Voll. Ist das nicht krass? Ja, voll. Aber also wo ich mir denke, hoffentlich, wenn ich mal so betrunken bin oder falls mal doch passieren sollte, dass ich mich nicht so benehme. Das ist nicht geil. Echt? Ja. Oh mein Gott. Ja, Nein. Warum Frauen immer wieder auf dieselbe Beuteschema reinfallen, noch nicht mal von Männern verarschen. Richtig. Die erlebt teilweise, die können gar nicht mehr... Also nicht mehr gehen. Ja, ich weiß. Cool, danke schön, Petra. Sehr gerne. Cool. Mama im Kasten. Aber mir ist nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Bei mir sind Red Flags echt bisschen gar nicht meins. Aber verstehe ich auch, weil ich mag teilweise auch nicht. Bei manchen. Und die soll zu Frauen gehen und fragen, warum lässt du mich immer wieder von einem Mann verarschen? Obwohl die eigentlich wissen, was die für Werte haben. Richtig. Aber die schaffen es selber nicht. Ich mag auch bei manchen Leuten irgendwie. An Tattoos habe ich gar kein Problem mit. Ich mag, also je nachdem, wie sie aussehen. Also, aber welches Ding ist das Schlimmste? Das Schlimmste mit Mann? Ja. Ja, ne? Das sag ich schon. Ja, was heißt, viele Frauen wissen es ja nicht. Die lassen sich ja meistens auf Männer ein. Und dann wissen die halt, also erfahren die irgendwann in dem Moment, okay, der verarscht mich. Und beim nächsten Mann passiert das immer und immer wieder. Also das Anziehen. Genau, die vielen Frauen. Ein bisschen ist vielleicht noch okay. Vielleicht noch ein Bauchmerk ein bisschen auch okay. Aber ansonsten ist ein Mensch. Bin ich. Ja, nee, sorry.
Ich muss noch verhalten, das bleibt gleich. Ja, ja. Weißt du, dass die Karren bei dir was noch auflösen? Ich spreche es selber an. Oh, charakterlich zweiten. Ja, das wäre viel interessanter. Yeah. Selbstreflektieren. Ja, dass ich so eine Leute am Ballermann finde. Ja, ich finde man selten wahrscheinlich. Eine Frau, die gar keinen Humor hat. Also wirklich, ich bin ja wirklich ein Mensch, der viel Humor hat und ich nehme auch vieles überhaupt nicht ernst. Und eine Frau, die alles so ultra ernst nimmt, geht gar nicht. Hast du schon mal so gefallen? Ja, also, geht hat gar nicht. Ich habe gedacht, hat, ey, war alles perfekt, aber dieser Humor bei mir nicht da. Nee, klar. Ciao. Ich hatte auch eine Beziehung hinter mir, die extrem war. Da hatte ich alles in einem. Aber seit meiner Trennung kann ich sagen, also wenn ich merke, ein Mann, nee, wenn ich merke, ein Mann, wie soll ich das sagen? Keine ernsten Absichten, oder ich merke, okay, da sind halt die, meine Grenzen werden überschritten, dann mache ich direkt einen Cut. Im besten Fall. Wenn man das überverliebt, finde ich, ja. Klar, wann kommt die Limit? Aber dann merkst du, also dann übersiehst du ja wieder deine eigenen Werte. Ja, ja, aber das ist dumm, unser großer Wille. Es gibt noch keine Werte heutzutage. Es gibt noch keine Werte heute. Zu viel, ich denke mal zu wenig. Nee. Ah, kann doch verraten. Aber ich muss auch sagen, dass es jetzt die Schlache. Ne? Das Ding ist, viele Frauen lassen sich ja auch schnell auf Sachen ein, genau wie Männer. Und am Anfang wird immer gesagt, und ich denke, man sollte von Anfang an eigentlich seinen Punkt setzen und sagen, ne? Ich bin für das und das bereit. Ja. Und meine Grenze setzen. Ja, finde ich gut. Ich bin so eine Frau. Wie geht's dir? Ich mach das definitiv. Also, bei dir, bei den Klingeln? Ja. Genau, aus diesem Grund. Ich kann aber dann denke ich mal schnell so schauen. Das stimmt. Ja, ich bin auch Single. Genau. Wenn jemand gibt, Spaß. Wir sind spezial. Aber ich suche auch gerade deinen Kuchen. Nee, wir haben gar nicht. Und wenn der richtige kommt, ist der richtige. Und dann fühlt man das auch. Ja, das stimmt. Ja. Jo, Jana! Hi, guten Abend! Okay, ja. Nein. Coole Leute raus, ja. Ja, jedenfalls. Cool, dann euch auch. Dankeschön. Viel Spaß. Darf ich dich kurz was fragen? Ja, sicher. Vor der Kamera? Ja. Kannst du kurz filmen? Ja, so Camera-Style. Ja. Okay. Und dann bist du so kreativ. Hast du einen Straßen-Fragethema für mich? Dass ich die Leute fragen kann? Tattoos? Du meinst, ob du diesen Tattoo-Stecker dafür hast? Hast du noch? Okay, ja. Ist eigentlich auch eine gute, gerade weil ich damit ja auch was zu tun habe. Willst du das machen, wenn du im Urlaub bist? Ja. Ja? Auf jeden Fall. Echt? Mhm. Auch wenn du hier nicht arbeitest? Hallo! Good evening! Auf jeden Fall. Okay, cool. Hola. Hast du noch eine zweite Sache? Ja, so, ne? Ja, wo weißt du das? Hey! Was geht das? Die Preise ist vielleicht ganz interessant. Die Preise? Ja. Was die ausgeben? Oder zu der Preiserhöhung sagen. Ah, ist das anders. Das ist Arbeiten. Wer bist du denn? Lars. Hi Lars. Hi. Du kannst mir ganz kurz mal helfen. Hast du übrigens ein Thema für eine Straßenumfrage, die ich machen könnte? Straßen? Ja. Ein Thema? Ich habe jetzt Genie getroffen, total witzig. Auch so. Mann, wir kennen uns von früher noch. Und du bist doch nicht verliebt im Motorradfahren. Ja. Also sag mir doch mal jetzt einen Tipp, was kann ich am Ballermann eine Straßenumfrage machen? Irgendwas, was mir gerade einfällt? Ja, bleib. Was mich interessieren würde? Vielleicht, wie man es hier einen Tag ohne Alkohol überleben kann. Ja. Schön. Ja, das ist... Was ist das so vielen Leuten hier einfällt? Ich bin gerade echt voll viele, bist nicht der Erste. Keine Ahnung. Aber sonst läuft das alle gut.
gut. Ob es geht. So, gerade so bei einem Junggesellenabschied oder bei so einer größeren Gruppe oder so. Ich meine, wir schaffen das jetzt, sag ich mal, eher so als kleinere Gruppe, aber wenn wir jetzt mal so eine größere Gruppe mit Junggesellen oder sowas wachsen, mit den Trikots und alle, die vielleicht mal fragen, ob die mal schaffen, einen Tag in der Alkohol hier wirklich mitzumachen. Würdest du das schaffen? Ja. Aber ja gut, jetzt war schon ein bisschen älter. Ach, Ding, wahrscheinlich sagen dann die meisten, hey, ich komme nicht zum Ballermann und trinke. Meinst du, dass jeder trinkt denn hier? Ich gehe davon aus, dass 95% trinken. Ja. Und morgens ist nachts, ja. Fangt ihr morgens schon an zu trinken oder erst am Abend? Wir fangen heute schon an. Wir auch alle hier, ne? Ich bin erst gekommen, ja. Mein Schnaps getrunken, ja. Ich war gestern auch schon beim Promoten, die ganze Zeit neben mir irgendwo. Die ganze Zeit. Oh Mann, ey. Ja, nee. Man kann das auch anders freundlich fragen, finde ich. Man gibt ja gerne, aber nicht so oft. Der kommt fast auf die Füße. Krass, die sind immer noch da. Die kenne ich doch von früher, ja, Mann. Die Capoeira-Tänzer. Oh. Darf ich auch einmal auf die Kamera zeigen? Ja, was willst du denn sagen? Was geht ab? Bist ey, sag mal ganz kurz, ich habe noch mal eine Frage, das ist jetzt auf doof spontan. Okay, hast du bist die Klopferin. Nein. Hast du ein Thema für eine Schwachsinn? Ist der Ballermann für dich verändert? Von früher zu heute? Ja, definitiv. Also heutzutage irgendwie finde ich, persönlich, nehmen viele nicht mehr so Rücksicht wie früher. So, ey, damals so hat man irgendwie immer noch so aufgepasst. Wenn da so ein Besoffener liegt, irgendwie so, dass man dem so ein bisschen hilft. Irgendwie heute so bitte einfach ausgebraucht und liegen hier lassen. Scheiße. Ja, safe. Sag mal. Was macht ihr auf Malle? Was ist das Geilste, was ihr hier erlebt habt? Was ist das Geilste, was ihr erlebt habt? Was ist das Geilste? Ja, erzähl. Von meinem ganzen Leben? Nein, was hier auf Malle. Warum machst du hier Urlaub? Und dann noch eine Frage, und zwar, was bevorzugst du? Bierkönig oder Megapark? Tagsüber Megapark? Abends Bierkönig, würde ich sagen. Was geht ab, ach so, Leute? Das ja, ah, das okay. Geht hier ab bei dir. Ja, warum machst du hier überhaupt? Guck mal, ich mache hier Urlaub, ich bin mit meinen Jungs, wir haben Spaß, wir betrinken ein bisschen, nette Leute kennenlernen, quatschen, wie ich dich angequatscht habe. Und ich finde das das ist geil hier. Und okay. Du? Leute kennenlernen, meinst du? Deswegen ist es auch mal, weil es einfacher ist, weil alle was getrunken haben und so, ne? Nicht, weil es einfacher ist. Ich kann auch so Leute ansprechen, aber ich mag dieses untereinander mit Menschen. Ich mag auch, ohne zu baggern. Also einfach nur so. Einfach kennenlernen, Männer auch kennenlernen. Auch so? No way. Normalzigaretten darf man nicht mehr rauchen, ne? Nur noch auf der Straße. Genau, vor der Straße, 1,5 Meter, musst du rausgehen. Ich glaube, das ist irgendwo. Also, genau, ich weiß, was sie meinen. Deswegen, Leute, macht hier keine Frauen ekelhaft an. Wir sind alle gleich. Lasst einfach Spaß haben zusammen und feiern. Oder? Ja, okay. Okay, super. Und was musst du hier auch machen? Was geht bei dir ab? Ich bin. Oh, das ist noch lange. Komm, erzähl. Wir haben alle Zeit, oder? Ja, ich wohne in Mexiko, bin jetzt wieder hier schon seit 10 Jahren hier, 2007. Okay. Ja, ich bin so ein altes Eisen. Okay. Ja. Und was geht bei dir ab? Für wen machst du das? Das ist mir ganz gut Zeit, sorry. Kamerafrau muss ganz kurz, ich habe meinen Arm fest wieder versorgt. Warum für Film zu? Für TikTok? Ah, das ist YouTube. Okay. Yeah. Wer bist du? Wie kann man dich finden? Hast du Hydro? Okay. Kannst du mal gucken? Kennst du mich dann auch? Ja, kennst du mich? Liebe Grüße gehen raus an Leon. Was geht ab, Leon? Wink it in, man. Bester Freund in Mexiko, ja. Er wohnt in Kolumbien. Ich wohne ja auch in Mexiko. Ja, genau. Nice. Ja. Okay. Ich bin TikTok. Was ist das? Kann ach so, ehrlich? Ja. Ah, nein. Was machst du auf TikTok? Auch mit den Leuten quatschen, ein bisschen Content von meinem Leben. Wie heißt man auf TikTok? Nur 24. Okay. Aber, können die gerne machen, aber check lieber sie ab. Hat mich gefreut und Mädels, macht euch einen schönen Tag. Wir können. Immer, jeden wunderbar. Tag? Immer. Nein. Also ich muss wirklich sagen, Megapark ist geiler als der Bierkönig, weil im Bierkönig hast du eine Quetsche. Okay. Megapark hast du viel mehr Platz, kannst auf den Stühlen und so, so Leute, bessere Stimmung. Aber kann ich machen, wenn ich will, könnte ich auch nur darüber reden. Nein, wir gehen überall. Bierkönig und wir. Also wir sind unvoreingenommen. So Leute, trinkt kein Alkohol. Trinkt kein Alkohol. Sehr viel. Sehr viel.
Hast du auch mal einen Tag gegangen? Gar nicht. Wie viel gibt es denn hier aus der Alkohol? Wir holen immer Alkohol am Kiosk. Laufen vor. Okay. Und wir haben nicht in den Megapark. Kann ich auch jedem als Tipp geben. Aber ich will so 100 Euro am Tag. Ja, es ist schon sehr teuer. Und Frauen sagt man, wie sieht es aus? Ich bin hier zum Spaß, nicht für Frauen. Ah. Also wir haben alle Spaß. Wenn man jemanden kennenlernt, dann ist das so. Aber wir sind hier nicht, um irgendwie Frauen Platz zu machen. 100%. Was stimmt das? Stimmt das, dass wir keine Frauen da machen? Welches abschließende Wort gibt es noch an die Mallorca-Besucher? Okay. Behandelt alle Leute mit Respekt. Das finde ich gut. Weil jeder ist hier gleich. Ja, Mann. Baggert keine Frauen an, die das nicht möchten. Habt Spaß hier, seid korrekt. Alle menschliche Werte. Ja, ich auch. Das würde ich sagen. Oder? Ja, korrekt. Entspannt. Ja, gut. Ja, okay, dann haben wir das. Peter ist eine Kamerafrau. Wir gehen bald los. Yeah. Auch mit Mikrofon, das machen wir richtig fest. Genau. Das war jetzt einfach vor. Weil er wollte unbedingt vor die Kamera. Kamera geil, ne? So, das war die erste Straßenumfrage, Leute. Es war richtig auch doof, einfach spontan, gar nicht geplant. Und ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, welches Thema euch persönlich am meisten interessiert. Denn dann gehe ich, weiß nicht, wann gehen wir los? Februar, morgen, übermorgen gehen wir los. Aber ihr entscheidet jetzt, welche Straßenumfrage ich machen soll. Schön ab, beziehungsweise schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Straßenumfrage. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ciao. Abonniert sie. Ja, halt das mit euren Freunden, kommentiert. Kommentar schreiben, wie es darf, das kostet nichts, Leute. Genau. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?